Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Rubin. Und ja, ich sehe, wir sind auf dem verlassenen Schiff. Warum auch immer. Wir können hier noch nicht komplett durch, solange wir nicht Taucher haben. Deswegen gehe ich da gar nicht erst rein. Scheiß drauf, ich gehe da rein. Yeah. So, was haben wir denn? Ich glaube, man konnte irgendwo ein paar Items und so finden. Ein paar Trainer hier. Schiffe dieser Art sind sehr selten, daher schau dich gut um. Da, das sind die anderen Kabinen. Ach genau, ich kann mal kurz gucken, was haben wir denn so im Team. Keine großen Änderungen. Oder ja, gar keine. Ist doch wirklich lustig, nicht wahr? Ich bin total aufgeregt. Whatever. Wollt ihr so kämpfen? Wenn wir zu See fahren, nehmen wir unsere, Pokémon mit. Wir werden einen Schnellkampf. Yeah. Jo. Matrose Pierre, Wilmar, wen habe ich eigentlich vorne gehabt? Wieso? Wechseln wir mal schnell. Sengo. Aquaknarre. Yeah, das hätte mein Stolberg wahrscheinlich sehr weh getan. Sengo, mach! Zermalmklaue und senke die Verteidigung. Wie ist ja gerade, was für ein Levelunterschied. Gut, hier hätten wir auch irgendwann sehr viel früher herkommen können. Schwalbos. Vernichte dieses... Maschok, genau. Hallo. Na? Flügelschlagreihe sollte reichen eigentlich. Jo. Ich überlege gerade, was bekommen wir hier drin eigentlich? Wir können den Abyss-Zahn oder die Abyss-Platte bekommen. Schwalbos Level 35. Ups, da bin ich abgesoffen. Guck mal, da ist noch mit doppelte Pokémon. Und die Tür ist verschlossen. Lager steht auf dem Schild. Genau, da brauchen wir einen Schlüssel für. Sobald ich ein Schiff nur betrete. Das bewegt sich nicht auf. Hier ist die Stelle, wo wir Taucher brauchen. Da sieht man schon die etwas dunklere Stelle. Da wir noch keinen Taucher haben, das ist nichts. Ah, da ist ein Item. Fluchtseil. Why not? So, was haben wir hier noch? Noch ein Item. Tauchball. Oh, cool. Warum nicht? Und hier ein Trainer, der nicht mit mir kämpfen will. Perfekter Ort auf Erkundungstour zu gehen. Es ist aufregend, ich werde diese wertvolle Schätze verstecken. Ja, ich glaube, mit dem Detektor kann man sicher hier auch einiges finden. So. Ja, ein Schiff! Hi. Was ist so lustig, dass ich meinen Schwimmreifen mit an Bord habe? Ha! An einem versunkenen Schiff. Klar. Hilma. Bei dem Namen würde ich mich auch nicht wundern. Ja. Ich sollte Stolrad geht mal noch auswechseln. Vor allem, wenn wir in einem Gebiet mit Wasser-Pokémon sind. Warum hat mir Christian Stolrad vorne zurückgelassen? Wieso? Ich verstehe es nicht. Jesse ist verwirrt und setzt die Anstelle gegen sich selber ein. Hui, du hast mir die Luft rausgelassen. Wie auch immer. So, was haben wir hier noch? Ein Item. Eine Leber. Yay. Nix. Oh, ein Doppelkampf. Nicht mit Stolrak, denn soweit ich mich richtig erinnere, haben die zwei Liebeskusse. Oh, wir haben nach Schätzchen gesucht. Ja, wir haben nach Schätzchen gesucht und einen Trainer gefunden. Liebespaar, bla bla bla, die haben zwei Liebeskusse. Junges Glück, Gesa und Pit, Wolbeat und Illumise. Ja, ich sag's doch, zwei Liebeskusse. Sieht man's denn nicht da? Eins, zwei. Ne? Eins, zwei. Sieht man doch sofort. Treff mal an und will dann dort. Da, du war Psychokinese. Ach gut, ist neutral gegen. Nein, neutral gegen Käfer. Da bin ich nicht so sicher. Sengo Level 35. 93 Angriff. Der Sengo ist der Oberbocker aus unserem Team. Den nehme ich nie wieder raus. Sengo, der kein Zerschneider lernen kann. Ich komme immer noch nicht drauf klar, als mir Christian das gesagt hat. Sengo. 3 Meter lange Krallen. Der kann dir aus 10 Meter Entfernung den Rücken kratzen. Weil die 3 Meter sich gerade zu 10 Meter geworden sind, ne? Ich versuche das Schiff im Auftrag von Captain Brick hat mich auf einen Scanner zu finden, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Was haben wir hier? Lagerschlüssel, gut, da können wir ins Lager. Der L-Schlüssel, ja.
Stimmt, wir bekommen die Abyssplatte und den Abysszahn erst, wenn wir ihm den Scanner bringen. Den wir erst bekommen können, sobald wir Taucher haben. Was es eigentlich völlig sinnlos macht, jetzt schon hierher zu kommen. So, gehen wir erstmal ins Lager rein. Sapphire steckt den Schlüssel zum Lager ins Schlüsselloch und dreht ihn. Der Schlüssel ist schwergängig, aber das Schloss lässt sich öffnen. Was ist hier drin? Ein Item. Oh, TM. 13? Jetzt muss ich nachdenken. Blizzard? Eisstrahl. Ah. Vielleicht ist Christian deswegen hierher gekommen, um Eisstrahl zu bekommen. Ich könnte es auch mal gemein sein und Eisstrahl einfach irgendwie was beibringen, weil er es wahrscheinlich für seinen Sumpex haben will. Sengo, möchtest du Eisstrahl? Nein. Ich gehe mal einfach mal stark davon aus, dass es für Sumpex haben will, um es, damit Sumpex in der Top 4 gut eingesetzt werden kann. Ich lasse einfach mal Gardevoir vorne und habe immer noch keine Ahnung, wie weit sind wir gekommen, was haben wir alles gemacht, haben wir gegen dich schon gekämpft? Nein. Ich liebe das Meer, ich vergesse all meine Probleme, wenn ich schwimme. Gut, ich muss jetzt mal schauen, in welche Richtung wir denn weiter können, aus welcher Richtung die denn jetzt kamen. Oder der, oder die, oder das. Galdini, Dadablitz. Ah, Galdini. Galdini tot. Naja, sehr stark sind die Gegner hier noch auch nicht. Aber wenn man mal bedenkt, man bekommt ja nach der fünften, auch nach der fünften Arena Surfer. Und da sind die Pokémon schon so knapp an die 30. Wieso sind die dann hier alle schwächer? Und zwar 5, 6 Level schwächer. Wenn man hier zum ersten Mal jetzt auch Surfer einsetzen kann. Dann würde ich ja davon ausgehen, dass die Pokémon hier in dem Bereich, weiß nicht, schon so knapp an die 30 auch sind. Damit es auch ein gutes Training ist. Naja, wie auch immer. Wir mussten auch Team Magma gerade, glaube ich, noch halt. Ich fliege nicht. Ich surf mal nach. Was haben für Pokémon hat die? Ah, ist letztendlich. Ich surf mal nach Graffitport City. In der Hoffnung, wir kamen aus Faustor Hafen und ich kann unterwegs noch ein paar Pokémon-Trainer besiegen. Na gut. Gardevoir Level Up. Yay, 36. Lernst du was Neues? Nein. Wenn ich verliere, bin ich total. Letztes Wort habe ich überlesen. Gestresst, glaube ich, hat sie gesagt. Gut, wir kamen wirklich von Fausterhafen. Oida, willst du auch zum Schiffswrack? Nee, ich komme da gerade her. Gut, dann surfe ich in die richtige Richtung. Boah, Umberto. Biete dich mir nicht so ekelhaft an. Gardevoir, los. Töte ihn. Sein Pokémon zwar auch nebenbei, aber ihn am liebsten. Bah, wie der mir sein Bein entgegen, oder mir seinen Schritt entgegenstreckt hier. Leck mir die Eier. Weg. Bah, geh weg. Ja, geh unter. Tschüss. Ekelhafte Sau. So, was haben wir hier? Lalalala. Wir waren hier noch nicht, oder? Dieser Kerl wird hier jetzt einen großen Fang machen. Redest du von hier in der dritten Person? Anglerarmen, Tentacha. Ja, passend mit Gardevoir. Lalala, Gardevoir ist für die Route anscheinend ziemlich praktisch. Wenn es Donnerblitz kann, ja. Ansonsten nicht. Wailmar, ja, Gardevoir. Wo werden wir Gardevoir brauchen noch? In der 8. Arena. Eine Wasserarena. Ich hätte Donnerblitz machen sollen. Natürlich sollte auch ausreichen. Ja. Eine Wasserarena und da Donnerblitz, da Gardevoir Donnerblitz kann, wird das doch dort sehr hilfreich sein, ja. Psychokinese! Tschüss. So, ich habe in der Folge auf jeden Fall noch eine ganz bestimmte Sache vor. Und zwar will ich, Stolrak Zerschneider verlernen lassen. Und mein lieber Herr Markus Dragonius hat ihn ja Zerschneider beigebracht. Ihr wart alle sehr enttäuscht, dass ich mich da nicht so aufgeregt habe, dass Stolrak plötzlich Zerschneider statt Bodycheck konnte. Aber ich bring's ihm jetzt wieder, ich will es ihm verlernen. So, was haben wir hier noch? Ein Item. AP. Was? Wie, der Beutel ist voll. Was für ein Scheiß haben wir hier alles drin?
Viel zu viel. Müll. Ja. Ein paar Hypertränke, Donnerblitz, ach du. Ja, ich erinnere mich noch, das war noch damals, dass man noch keinen unendlich großen Beutel hatte. Ach, Moment. Fliegen wir mal direkt hin. Mal eben hier hin. So, eben mal schnell ein paar Items aufs Lager legen. So, PC. Nein, immer noch jemand ist PC. Das müssen wir auch gleich mal ändern. So, Itemlager, Item ablegen. Angriffsplus weg, X-Tempo weg. Ewigstein weg. Rudersand geben wir gleich noch jemanden. Donnerstein weg. Carbon weg. Platz wir eigentlich haben. Gut. Was? 4 Nuggets? So, Pokémon. Sumpex Item geben. Pudersand, versteckt, Bodenattacken. Ich glaube in der Generation noch nur zu 10%. Ab folgenden Generationen, also ab der vierten um 20%. Ist zum Durchspielen halt so ziemlich praktisch eigentlich, ja. So. Gehen wir erstmal jetzt in den Markt und verkaufen ein paar Sachen. Zum Beispiel die ganzen Nuggets, die wir haben. Verkaufen. Nuggets, alle, ja, weg. Wow, wir haben Geld. Dann haben wir nur so... Moment, wir haben nur 2 Supertränke. 4 Supertränke. Sogar nur. Was zum? Was ist los? Wieso muss ich mich eigentlich immer so um die ganzen Tränke und so kümmern? Kaufen. Supertrank. Nehmen wir mal 20 Stück. Oder 21 Projekte. So. Ein paar Hypertränke werden auch praktisch, aber ich weiß nicht, ob wir die schon kaufen können. So, jetzt meine ich... Die Magma sollte in Garfitport City sein, falls das noch keiner erledigt hat. Ne? Oh, Sapphire, du kannst die Magma nicht aufhalten. Oh nein, mach dir bitte keine Vorwürfe. Schuld liegt nicht bei dir. Das ein U-Boot zu folgen und aufzuhalten ist für die meisten Menschen unmöglich. Du benutzt ein Pokémon, das weiß, wie man Taucher auswählt. Vielleicht, wenn du dich nach Moosbach City begibst. Dort trifft man noch viele Taucher. Vielleicht kann dir einer das beibringen. Okay, wir müssen nach Moosbach. Das ist jetzt die Aufgabe. Und davor... Weil es mich stört, dass es immer noch jemandes PC halt, heißt... Ja, es war damals auch meine Schuld, dass wir es nicht gemacht haben, da ich hier nicht mit Lana gesprochen habe. Oh, hallo, wer bist du? Du heißt Sapphire. Sehr schön, dass du bist ein Trainer. Das bedeutet, dass du benutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe. Ich bin nur durch simple Deduktion zu diesem Schluss gekommen. Du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten willst. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Lanette. Ja, nicht Lana. Lana war irgendwo anders. Irgendwas anderes. Ich bin Lanette. Ich bin ehrlich erfreut, dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Und wenn du magst, besuch mich doch mal. Ich wohne auf Route 14. 114. Und ich glaube, die gibt auch einem was. Ich bin mir nicht sicher, aber was. Aber jetzt geht's erstmal hier. Stolrak, du hast noch eine Attacke zu vergessen. So, Segrasulp. Rivalen schon besiegt. Hier müssen wir Attacken verlernen erleben, oder? Alter Mann, ja. Ich bin Attacke verlernen. Ich sorge dafür, dass Pokémon die Attacke vergessen. Möchtest du dir helfen? Klar. Stolrak! Wie kannst du vergessen werden? Zerschneider! Ja! Weg mit dem Kack! Klappt doch perfekt! Stolrak hat leider vergessen! Yeah! So, jetzt müssen wir mal schauen. Und welche Liste mir weiter voll Spaß macht. Yeah, ich laufe! Können wir jetzt nach Osten weiter? Osten stimmt sogar. Ja, es sind hier keine Typen mehr von Team Magma und so. Hier gibt es ein paar verstecktes Items und so. Pokéball zum Beispiel. Brauche ich doch nicht, aber wait. Ich kann mal eben schnell gucken. Was bringe ich denn Stolrak neu bei? Mit Stärke beibringen. Einfach nur, weil es stark ist. Hat es halt noch eine starke Attacke. Ja, hier. Stolrak lernt Stärke. Ende. Habe ich zwar zwei. Jetzt habe ich beide meiner Pokémon mal mit Stärke. Oh, das ist ein Item. Komme ich aber von hier aus nicht dran. Aber hier ist auch, glaube ich, irgendwo noch ein Item versteckt. Juckt eine Herzschuppe.
Gut, dann neigt sich meine Folge auch dem Ende zu. Dann stelle ich mich mal ganz provokant hin. Und zwar in die Richtung. Das ist tiefblau, ja. Ich möchte Surfer einsetzen. Und zwar, Markus setzt Surfer ein, zwar beim nächsten Mal. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.